Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Channel. Mein Name ist Elrons Bote und wir werden heute unseren Arena-Guide fortsetzen mit dem Schurkendeck, was wir in unserem ersten Video zusammengestellt haben, wenn wir heute in die Games gehen und mal schauen, wie sich unser Deck, was wir im letzten Video zusammengestellt haben, eben in der Arena schlagen wird. Und das letzte Mal, wo ich ewig vorher erklärt habe und erstmal 20 Minuten damit verbracht habe, zu erklären, was ich in den Videos machen werde. Und so ist es eigentlich jetzt relativ straightforward. Wir gehen jetzt auch in die Games. Schauen, wie wir uns machen werden. Wieder versuche ich, so viel möglich zu erklären, als würde es sich wahrscheinlich nicht so in die Länge ziehen wie bei der Draft, weil bei der Draft gibt es deutlich mehr zu besprechen als wirklich in den Games. In den Games hat man ja auch einen Zeitpunkt bei jedem Zug. Ich versuche mich da eher kurz zu halten. Wir werden mal schauen, wie das Deck funktioniert. Jetzt in Praxis. In der Theorie sieht es ganz gut aus, finde ich, wie ich letztes Mal schon erklärt habe. Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, dem würde ich wärmstens ins Herz legen, ihn zuerst zu schauen, bevor man jetzt die Games sieht, um einfach den Entstehungsprozess des Decks noch kennenzulernen, um ein Gefühl zu haben, wie unser Deck funktionieren soll, wie es wird, bevor man jetzt in die Games reingeht, weil es ganz wichtig ist, dass man immer sich zuerst das Deck anschaut und nicht einfach so in die Games reingeht, ohne eine Ahnung von dem Deck zu haben. Sondern man muss sich immer auch vor jedem Game, und zum Beispiel, wenn man jetzt auch zwischen dem Draft und den Games eine Pause gemacht hat, wie ich es gemacht habe, muss man das Deck nochmal anschauen, sich überlegen, was sind gute Kombos, worauf muss ich setzen und so weiter, wie muss ich spielen. Ganz wichtig. Aber jetzt reden wir lange mit dem heißen Drei rum, jetzt geht's los. Wir gehen jetzt in das Game und fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Spiel. Ich bin sehr gespannt, wie das Deck sich machen wird. Wie ich schon letztes Mal gesagt habe, Theorie sieht ganz gut aus. Und ich habe ja wirklich so aus dem Bauch gesagt, dass wir so 6 bis 8 Wins, das wäre mal unsere Zielvorgabe, mindestens, was wir mit dem Deck schaffen wollen. Ich hoffe, dass wir da auch gut hinkommen. So, mal schauen, wer unser Gegner ist. Es ist ein Mage, okay. Wir spielen gleich mal gegen die Klasse, die von vielen als die Overpowered der Arena-Klasse angesehen wird. Ich persönlich sehe Mage auf allen Leveln Paladin auf dem ganz oben auf der Arena-Tierlist. Eigentlich finde ich auch nicht, dass es overpowered ist. Also wenn man weiß, wie man dagegen spielen muss, ist es durchaus machbar. Allerdings stimmt, dass es manchmal Mage-Decks gibt, wo man wirklich keine Chance hat. Mage-Decks können sowas nur overpowered sein. Da kann man dann auch nichts machen. Okay, schauen wir uns mal den Mulligan an. Mulligan ist immer die Karte, die wir am Anfang, also wie viele Karten wir wegtun wollen. Wir wollen immer unsere guten Early-Game-Karten behalten und man versuchen die Late-Game-Karten eher und das ins hintere Ende des Decks zu schieben. Wenn wir jetzt die Coin haben, ich mache es noch ganz schnell, weil die Zeit abläuft, aber ich kläre dann gleich noch weiter. Wenn wir die Coin haben, wollen wir ganz, ganz stark versuchen, einen Defias Ringleader zu bekommen. Deswegen wollen wir möglichst viele Karten mulligen, dass wir eine möglichst große Chance haben, Defias Ringleader zu bekommen, weil das so die Traumkombo ist. Wenn wir gleich Coin, Defias Ringleader auf Turn 1 machen können, ist es schon richtig, richtig stark und setzt den Gegner richtig stark unter Druck. Das heißt, wenn wir immer wenn wir die Coin haben, wollen wir möglichst viele Karten wieder zurück in den Stab legen und möglichst große Chance haben, diese Combo zu bekommen. Weil wie gesagt, zwei Defias Ringleader, die wir in unserem Deck haben. So, jetzt, die erste Frage ist mal, wollen wir die Coin schon jetzt im ersten Zug benutzen? Wir könnten jetzt entweder Coin Mad Bomber machen oder Coin Dagger. Coin Dagger macht keinen Sinn, weil wir nichts haben, was wir angreifen können. Das ist einfach Coin Dagger und dann den Dagger halten. Das macht keinen Sinn. Und Coin Mad Bomber macht auch eher keinen Sinn, weil wir einfach keine Targets haben. Es wäre in dem Fall nur ein 3-2er. Und wir sind es auch nicht. Wir haben jetzt nicht so eine aggressive Hand bzw. Deck, dass wir jetzt unbedingt den 3-2er sofort auf dem Board bauen. So können wir ruhig noch warten, bis der Gegner was spielt und dann reagieren. Deswegen hier einfach nichts machen und den Gegner erstmal anfangen lassen. Eigentlich starten auf jeden Fall gut. Wir haben einen guten 2-Drop, einen guten 3-Drop und auch einen guten Spell, falls Gegner irgendwas krasses spielt, wo wir mit dann weghauen können. So, jetzt. Nächste Entscheidung. Wir können jetzt den mit Bomber spielen. Der Recombobulator würde ich nicht empfehlen, weil der Battlecry zu wertvoll ist. Mit Bomber, der Battlecry ist nicht so wertvoll, das heißt, wir können auch so spielen, ohne dass der Battlecry irgendeinen Effekt hat. Recombobulator wollen wir schon eher für den Battlecry aufheben, als wenn wir zum Beispiel nur den Recombobulator hätten, würde ich den auch spielen. Allerdings ist der mit Bomber eine bessere Alternative. Die andere Möglichkeit wäre jetzt gleich, die Coin zu spielen und den Shade zu spielen. Das wird der Shade Zeit hat zu wachsen und somit gleich von Anfang an auf dem Board. Das ist jetzt eine gar nicht so leichte Entscheidung, finde ich. Ich denke, wir spielen jetzt nicht den Shade, sondern wir heben uns auf für den nächsten Zug.
weil die Coin vielleicht später nützlich sein wird. Vor allem, weil, wie ihr wisst, wenn ihr das Video gesehen habt, das Draft-Video gesehen habt, haben wir eine ziemlich große Lücke beim Zug 4. Und vielleicht können wir dann mit Zug 4 die Coin setzen, um quasi für 5 Mana was zu spielen. Entweder einen 3er und einen 2er Drop oder gleich einen 5er Drop, wenn wir noch einziehen. Das könnte für nützlich sein. So, jetzt spielt er hier den Tinker, diesen Mac-Typen da. Ist das nicht so toll für ihn? Und hier haben wir gleich eine gute Karte, die wir jetzt auf jeden Fall spielen. Flasht den Ghoul, die werden wir jetzt aufs Board spielen, sterben zumindest, wenn wir gleich reintraden, dann ist ein 4-3er, was überdurchschnittlich für einen 3-Drop ist, und auf jeden Fall gut Druck macht auf unsere Gegner. Das machen wir auf jeden Fall. Weil ich denke mal nicht, dass wir noch eine bessere Situation für den Flashing Ghoul haben werden. Der macht jetzt schon mal ordentlich Druck auf den Mage hier. Mortal Elemental, das ist ziemlich fies jetzt. Mortal Elemental ist einer der besten Vorteile im gesamten Spiel. Die Stats sind super mit 3-6. Wie gesagt, 3-5 Standard, das ist 3-6 einfach mega krass. Okay, verschiedene Optionen. Einmal haben wir die Option, den zu backstabben und dann anzugreifen und dann zum Beispiel den Shade zu spielen. Wir könnten auch dann Coin für den Razor von Hunter spielen, das durchaus eine Option ist. Und eine weitere Option ist Sabotage. Also ich würde sagen, Sabotage heben wir schon noch etwas Fetteres auf als nur ein 3-6er, wobei hätten wir immerhin 5-3 und 5 Damage ins Gesicht, was gar nicht so mies wäre. Und nächste Runde hätten wir dann Coin Bowl, was ziemlich potent ist. Das heißt, ich denke, wir werden hier sogar die Sabotage einsetzen. Wenn wir dann 5-3 auf dem Board haben. Und falls er einen Frostbolt gehabt hätte, hätte er vielleicht jetzt schon eingesetzt. Wer weiß. Und wenn er keinen hat, ist er wirklich in Trouble. Das ist wirklich ziemlich gut. Das heißt, das würde ich jetzt machen. Sabotage. Und nächste Runde werden wir dann wahrscheinlich den Coin, dann den Ogre spielen. Das ist einfach ein Riesentempo-Swing. 7 Leben, er hat dann 6 Mana, ist relativ schwer zu Minuten. Er muss einen Polymorph einsetzen, das ist super für uns. Weil jetzt hat er einen Polymorph auf eine 3-Mana-Karte verbraucht. Also soll ein Polymorph eine 6-7-Mana-Karte zu einem kleinen Schaf machen. Jetzt auf eine 3-Mana-Karte, das ist super Value für unseren Flashing. Gut, hat sich dieses Spiel auf jeden Fall krass gelohnt. Und wie gesagt, jetzt haben wir nur eine Option. Coin Bowl, dafür wir wissen, dass er gerade seinen Polymorph eingesetzt hat. Wahrscheinlich hat er nicht noch ein zweites. Und dann kann er wahrscheinlich gegen den Bowl of Ogre nichts machen. Das ist super. Läuft wirklich super gut bisher. Und da habt ihr gesehen, wie wichtig es ist, am Anfang Druck zu machen, um Gegner zu solchen schlechten Moves zu zwingen, wie ein 3-mal an der Karte hart zu removen. Mit einer Karte, die eigentlich viel mehr wert ist als das. So, was hat er jetzt für 6 Mana? Ein Arcane Nullifier, das ist super optimal für ihn. Die Karte macht gerade nicht so viel und ein Ooze. Ein Ooze ist auch immer blöd. Gegen Rogue kann man den Ooze eigentlich immer aufheben, wenn man eine gute Waffe hat. Hat er es nicht geschafft. Oh, und jetzt haben wir eine super gute Combo. Wir können jetzt einmal den hier weghauen, das ist quasi for free, weil wir kaum Damage nehmen, und zwei Attacke hat. Und jetzt haben wir hier die MacWarper-Fairy-Bar-Combo. Das heißt, wir können erst den MacWarper spielen, mit der Fairy auf 4 Mana reduziert, und dann können wir ihn direkt hinterher spielen. Das ist einfach ein Riesenboard, wo der, ich glaube, nichts dagegen anzusetzen hat. Und wir können es auch noch backstabben, einfach weil wir es können. Das ist einfach Riesentempo, und ich glaube nicht, dass der Mage da noch zurückkommen kann. Aber wir werden sehen. Das Spiel haben wir so gut wie gewonnen. Der Gegner, wir haben super viele Minions, super starke Minions. Wir sind, unsere beiden Minions sind, haben über 4 Leben. Und gegen Mage muss man aufpassen, die einzige, also die wichtigste Karte im Mage-Matchup ist Flamestrike. Flamestrike macht 4 Damage auf jeden. Das heißt, man muss immer schauen, dass man das Board nicht zu viel vollstopft mit Minions, die 4 oder weniger Leben haben. Unsere Minions haben wir 5 oder beziehungsweise 8 Leben, unsere großen Minions. Deswegen ist Flamestrike für uns gar kein Problem. So, und jetzt werdet ihr gleich mal eine super, gleich wieder eine super Combo sehen. Mit Combobulator. Das ist hier super in dem Fall, weil wir können den Boulderfist Ogre eintraden. Der hat noch genau ein Leben, ist quasi fast useless. Jetzt können wir den Combobulator aufspielen, kriegen einen Random 6 Drop, einen ganz neuen, der nicht beschädigt ist. Was einfach mega, mega gut ist. Mal schauen, was wir bekommen. Na, Sunwalker. Ist recht okay, würde ich sagen. Und das ist der Insta-Konzept vom Gegner. Genau, das hätte ich auch gemacht, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre. Das Spiel ist perfekt gelaufen. Wir haben super Erlegen gehabt. Hatten jede Runde was, was den Gegner perfekt gekontert hat. Hatten unsere fetten Late-Game-Drops im genau richtigen Moment. Und alles hat nämlich super funktioniert. Das war eigentlich so ein bisschen ein Paradebeispiel, wie das Deck funktionieren sollte. Und wenn es jetzt jedes Spiel so funktioniert, bin ich glücklich. Aber ich denke nicht, dass es jedenfalls so sein wird. Schon mal ein guter Start. 1-0. Und das war wirklich ein schneller Sieg. Ungefährdet.
Also ich würde sagen, warum wir das Spiel gewonnen haben, war im Endeffekt, der Fletcher, den Ghoul, hat uns richtig viel Tempo gegeben, er musste Polymorph einsetzen, da konnten wir den Ogre auf leeres Board, der konnte nichts dagegen machen. So der Grund, warum wir das Spiel gewonnen haben. Okay, diesmal haben wir nicht die Coin, das heißt, es ist nicht so wichtig, dass wir die Fire Swing Lil bekommen, die wollen wir jetzt eigentlich sogar gar nicht haben. So ist die Raise von Hunter ist da ganz okay, die Frage ist, dass die anderen beiden Karten auf jeden Fall, weil es einfach Late-Game-Karten sind, die wir jetzt im Early-Game überhaupt nicht gebrauchen können. Raise of Hunter ist so ein Grenzfall, da würde ich jetzt echt überlegen. Ich glaube, wir haben genug Two-Drops, um zu sagen zu können, wir können eigentlich Three-Drops immer mulligen, weil wir brauchen unbedingt einen Two-Drop. Also ein Two-Drop ist wirklich ein Muss für uns in unserem Deck, vor allem wenn wir so viel haben. Da müssen wir selbst einen Three-Drop mulligen, einfach um die Eventualität, keinen Two-Drop zu haben, möglichst klein zu halten. Deswegen alles weg und hoffen, dass wir gute Early-Game-Karten bekommen für einen Two-Drop. Und das sieht schon sehr, sehr gut aus. Das erneuert schon. Ist nicht die stärkste Early-Game-Karte. Ich finde sie eigentlich im Late-Game immer noch besser als im Early Game. Im Early Game ist die Attacke meistens sehr wenig. Eigentlich ist das eine sehr gute Kombo. Erneuert schon und dann Waffen. Weil Divine Shield. Oh, er hat den Zombie-Chow. Die Zombie-Chow habe ich ja schon in der Draft angesprochen. Ist eine der stärksten Karten. Ist eigentlich der stärkste One-Drop. Also relativ gute Kontenmöglichkeiten dazu. Also entweder können wir jetzt einfach Backstab und dann mit dem Dagger finishen. Dann wäre das instant tot. Oder können das erneuert schon spielen und dann können wir wieder Backstaben oder aber auch nicht. Kurz überlegen. Wir wollen nächstes Mal auf jeden Fall Shattered Sandcleric spielen. Deswegen würde ich sagen, spielen wir jetzt den Erneutron einfach so, weil er wird dann attackieren. Und dann haben wir die Möglichkeit, unseren Erneutron auf 2-3 zu buffen. Dann können wir reintraden, haben noch ein 1-2er übrig. Was sehr gut ist. Den können wir das Backstep hier eigentlich sparen. Ich hoffe, dass er nicht irgendwie so eine blöde Healer-Karte hat oder so. Dragon Egg, das ist okay. Das wird nicht so viel machen. Dragon Egg ist keine gute Kartenarena. Und er hat ein sehr aggressives Deck. Drei One-Drops in den ersten drei Zügen. Allerdings wird das jetzt ziemlich sad sein, wenn wir jetzt die Karte spielen, weil die jetzt einfach perfekt ist. Somit blocken wir. Er will natürlich mit dem hier eigentlich in den rein traden. Das blocken würde schon erst so ein Neutron. Die einzige Möglichkeit, wie er jetzt wirklich einen guten Zug nehmen kann, ist, wenn er den irgendwie bufft mit Attacke, zum Beispiel mit Dark Iron Dwarf oder so. Ich hoffe, euch ist klar, warum wir es nicht Backstab gespielt haben, einfach nur, weil wir nicht den Effekt triggern wollen. Wir wollen jetzt mal sehen, ob er vielleicht irgendwas, vielleicht hat er ja gar nichts, was den Effekt wirklich triggert. Ist gerade wirklich relativ gut. Und er scheint wirklich ein sehr aggressives Deck zu haben, wie ich gerade sehe. Herr Earthshock, das ist okay. Ein Mana, ein Damage ist für uns nicht so schlimm, das hätte echt schon mal kommen können. Wie gesagt, der 1-3er Buddy ist wirklich sehr, sehr schwach. Und der juckt zum Endeffekt gerade überhaupt nicht. Ich spiele einfach Shade of Naxxramas. Und warten. Wir haben jetzt genug Zeit, um den Shade of Naxxramas richtig fett zu machen. Und nächste Runde wird es ein sehr wichtiges Ereignis sein, wen wir mit dem Stampeding Code treffen. Wenn wir das Acolyte of Pain treffen, ist es super, weil dann kriegt er keine Karten. Es ist nämlich ein Destroy-Effekt. Und Acolyte of Pain gibt nur Karten, wenn man Damage macht. Und Destroy ist nicht als Damage, sondern einfach als Vernichtung. Deswegen ist es jetzt sehr entscheidend, dass wir da treffen. Die Frage ist, wollen wir erst attackieren? Ich glaube, wir wollen nicht zuerst attackieren. Wir wollen die Chance haben, es zu töten. Allerdings, wenn wir es nicht schaffen, den zu töten, wollen wir auf jeden Fall das clearen, damit wir dann gut traden können mit dem Board und einfach auch für irgendwelche Combo-Potenziale, die möglichst kriegen sollen. Erst Stampeding Code, hoffen, dass wir das treffen. Falls nicht treffen, machen wir es mit dem Minion weg. Und wir treffen, bitte nicht Dragon Egg. Okay, das war die zweitschlechteste Variante, ist aber auch noch okay. Und dann traden wir auch das hier rein. Und zunächst gehen wir vorne auf dem Board. Und wieder haben wir im perfekten Moment unsere Late-Game-Karten gezogen. Wir haben die Late-Game-Karten genau dann gezogen, kurz bevor es in Late-Game reingeht. Das ist eine sehr starke Karte, die der jetzt gerade gespielt hat. Die Frage ist jetzt: Frost Elemental, da könnten wir den freezen und dann ins Gesicht gehen. Oder Sylvana. Sylvanas hätte jetzt den Nachteil, dass er dann da reintraden kann. Und dann können wir mit dem Sylvanas hier lediglich einen Dragon Egg stealen, was jetzt nicht so überragend ist. Deswegen, aber ich denke, Frost Allee ist auch nicht besonders gut, weil wenn er noch ein weiteres Minion spielt, haben wir auch Probleme mit dem Board zu traden. Deswegen, ich glaube, Sylvanas ist einfach die solide Variante und ist besser in fast allen Spielsituationen. Was auch eine gute Sache ist, wenn jetzt irgendein fettes Minion spielt, also 5 oder 4 Mana, und er dann reintradet, können wir da traden und können die RNG quasi so klein halten. Oh, er tradet rein, das habe ich nicht erwartet.
Haben Dragon Egg bekommen, ist okay. Okay, kein Healing Totem. Das Healing Totem. Oh. Das ist gerade. Ah. Das war ein ziemlich guter Zug für ihn. Allerdings haben wir defekte Countermöglichkeit. Wir haben jetzt hier einen sehr guten Zug, indem wir hier rein traden. Das ist ein guter Trade, weil wir drei Attacker haben, drei Leben und kaum Damage nehmen. Und jetzt haben wir. Ich weiß nicht, ob es jetzt jeder sieht. Ich hoffe, es sieht jeder. Das Play, weil es einfach super gut ist. Wir haben mit Backstep 2 Damage auf meine Minion bringt es nicht so viel. Allerdings kombiniert mit dem Azor Drake, gibt uns ja Spell Damage. Können wir den hier weghauen und dann mit dem Dagger den 6-1er finishen. Und somit haben wir Riesen Minions. Wir haben eine Karte noch dazu gezogen und eine Waffe ab. Und es wird uns eigentlich das Game völlig in unsere Hand legen. Wir können es dann nur noch aus der Hand geben eigentlich. Deswegen Azor Drake, Backstep auf 3 Damage buffen, den Spirit Wolf töten und damit der Waffe den 6-1er finishen. Sehr guter Zug für uns. Ich überlege gerade, ob wir irgendeine Karte haben, die das Dragon Egg bufft. Das heißt, dass wir den Effekt nutzen können. Mir fällt gerade keiner, ich glaube, wir haben keine einzige Buff-Karte in dem Endeffekt, die irgendwie Attacke gibt, eine Mini, was nur Attacke hat an sich. Und der zieht erstmal Karten. Er war noch overloaded vom letzten Zug wegen den Ferris Bills, den konnte den Zug fast nichts machen. Jetzt werden wir noch weitermachen mit. Einfach das Board voll zu spammen. Schamane hat kaum AOE, weil die einzige AOE-Spell ist ein Lightning Storm. Das ist eine seltene Karte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er es in seinem Deck hat, ist relativ gering. Weil man in der Arena eben nur eine begrenzte Anzahl an seltenen und epischen Karten hat. Deswegen können wir da eigentlich relativ gefahrlos alles aufs Board bringen, was wir wollen. Wir traden alles, vor allem das Spell Damage Totem, wegen falls der Lightning Storm, dass der Lightning Storm nicht zu verheeren wird. Und dann würde ich also sagen, einfach Anoyotron, Defias Ringleader. Und die anderen Karten eher nicht aufheben, weil der Charger ist eher wichtig in Situationen wichtig, wo wir dann wirklich ins Gesicht gehen wollen. Die letzten 3 Damage oder wenn wir eine Minion spielen, was wir sofort removen müssen. Deswegen den Charger auf jeden Fall aufheben. Sabotage bringt natürlich auch nichts, weil der Gegner keine Minion hat. Und einfach mit dem Dagger reingehen und einen neuen Dagger machen. Das war's auch schon. Der Homebutton buggt jetzt gerade ein bisschen rum, aber das ist halb so wild. Oh, der hat auch ein Legendary. Und das ist jetzt genau der Fall, was ich gesagt habe. Ich habe ja in der Draft erklärt, warum 8-Mana- und 9-Mana-Karten eben Probleme, manchmal auch Schwachstellen haben können. In dem Fall bei dem. Das ist zwar eine super starke Karte, aber was macht die gegen das Board? Im Grunde genommen nichts, weil der kann, jetzt nächste Runde kann er nur das Divine Shield töten. Das ist super wenig. Er kann kaum was machen. Und allerminst kann quasi ins Face gehen, wenn wir Lust haben. Was ich jetzt nicht machen werde, weil ich einfach Sabotage einsetzen werde, glaube ich. Das ist einfach ein Insta-Kill und das ist 4 Mana für eine 8 Mana Karte, was super ist. Wie gesagt, er hat eine super fette Karte gespielt und dann so Karten wie Sabotage Counter natürlich hart. Also, so super große Karten haben auch ihre Probleme. Deswegen mag ich auch, ich finde 6 Mana ist noch eine super Mana-Kosten, aber 7, 8 wird dann schon sehr, sehr groß und kann halt wirklich oft ein Wackelkandidat sein. Also, ganz klar, das ist keine Option. Sabotage. Freezen würde in dem Fall nicht so viel machen, weil der Effekt einfach sehr verheerend ist und er dann immer noch den Effekt bekommt, weil Freezen nicht den Effekt negiert. Deswegen ist Sabotage die einzige Option. Und dann spielen wir den Wolfrider, würde ich sagen, nicht mehr. Das sage ich gleich warum. Kurz nachdem, dass wir nicht unsere Zeit davonläuft. Warum wir den Wolfrider nicht gespielt haben, ist ganz einfach. Wenn wir den Wolfrider gespielt hätten, wäre unser Board voll gewesen. Das heißt, falls er nächste Runde irgendwas gespielt hätte, wo wir unbedingt gesagt hätten, wir brauchen unbedingt einen Freeze, hätten wir ihn nicht spielen können. Was ziemlich blöd gewesen wäre. Deswegen einfach einen Platz auf dem Board freilassen. Und den Wolf Rider können wir nächste Runde immer noch nehmen, um dann ins Face zu pushen. Wir räumen gerade ein bisschen auf mit Crackles, ist ganz okay. Die Crackles auf solchen Minions sind alle okay, aber jetzt auch nicht schlimm für uns. Na, und das wollen wir jetzt, denke ich mal, gleich freezen. Also erstmal räumen wir das hier alles auf. Und dann würde ich sagen, spielen wir den MechWarper, freezen den Minion. Ah, das war jetzt gerade ein Fehler. Ein Mini-Mini-Fehler, wird keinen Effekt haben. Ich hätte erst angreifen sollen mit der Waffe, weil ich hatte noch einen Charge und dann eine neue Waffe haben sollen. Also ich hätte eigentlich eine 1-2er eine neue Waffe haben sollen, statt eine 1-1er, aber vielleicht in der falschen Reihenfolge gemacht. Ist aber egal, welches Spiel sie so gewonnen haben. Aber man muss trotzdem sagen, war ein Fehler. Und sollte aber eigentlich nicht passieren. Merlebomber, noch eine lustige Karte zum Abschluss. Noch ein Thorn-Totem und das war's. Er wird wahrscheinlich aufgeben. Nein, wird er nicht. Er wird uns den Job machen lassen. Und ja, okay, das war's. Dann noch aufgegeben, sehr schön.
Weil die ersten drei Wins wirklich flott, flott, zack, zack, sind wir durchgerusht. Wirklich sehr, sehr schön. Hatten jetzt auch gar kein Problem bisher. Ja, und dann gehen wir mal ins dritte Game, würde ich sagen. Es geht wirklich wie geschmiert gerade. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Ein Warlock. Was anderes. Sehr schön. Und jetzt haben wir die Traumkombo. Wir haben die Coin, wir haben den Defy Swing Leader, perfekt. Den Backstab ist auch super. MacWarper ist auch super, weil wir dann gleich Turn 2 ist voll. Aber im Sap ist im Early Game nicht so gut. Bringt erst, wenn der Gegner fette Minen spielt, so ab 6, 5 Mana ist die Karte wirklich worth. Und der Rest ist einfach super. Wir haben jetzt einen One-Drop, weil wir gleich Coin, Defy Swing Leader spielen werden. Backstab kann immer nützlich sein, um gegnerischen 3-2er zu töten. Und MacWarper ist einfach ein guter Follow-Up, den wir dann direkt nach dem Defy Swing Leader auf Turn 2 spielen wollen. Also perfekte Anfangskarten, würde ich sagen. Oh, nochmal Backstab. Er hat einen Flame-In, sehr, sehr stark. Allerdings muss ich sagen, Defy ist wegen der Counter den Flame-In noch hart. Also, normalerweise ist der beste One-Drop im Spiel, aber nicht, wenn man so eine Combo hat, wie wir jetzt haben. Wir können jetzt backstabben und dann Coin Defy ist und das ist einfach richtig nice für uns. Die Hand war gerade der Traumschlag. Zwei Backstabs sind super gut im Early-Game. Wie gesagt, für 0 Mana können wir die meisten Minions im Early-Game töten. Er hat keinen Turn-2-Play, das wird ihn richtig weit zurücksetzen jetzt. MacWarper dahinterher spielen, gar keine Frage. Nächste Runde wollen wir dann den MacWarper buffen, einfach wegen der Karte Hellfire, die der Warlock hat. Die macht nämlich 3 Damage auf jeden, wenn wir den MacWarper dann buffen, ist er außerhalb der Range. Oh, er setzt den Wolf Rider an, okay. Das ist die Frage, wir könnten jetzt einfach, Hellfire ist eine Sache, die er vielleicht haben könnte. Wenn wir jetzt Shadow Thunderclap spielen, sind wir super verwundbar gegen Hellfire, weil dann alles unser Zeug sterben würde, 4 Mana. Wirklich schade wäre. Allerdings glaube ich nicht, dass wir erneut schon jetzt genug Pressure macht. Das heißt, ich glaube, ich würde trotzdem Shadow Thunderclap spielen und einfach ins Gesicht gehen, einfach um Mordheit Druck zu machen. Und falls er jetzt nicht Hellfire hat, ist das Spiel quasi vorbei. Wenn er es hat, dann ist es gut für ihn, aber mal schauen. Vielleicht hat er es ja nicht. Weil ein Grund, warum ich jetzt glaube, dass er es nicht hat, ist, wenn er es gehabt hätte, hätte er, glaube ich, letzte Runde mit dem Wolf oder nicht den 3-2er weggeraumt, weil er mit dem Hellfire sowieso getötet hätte. Er wusste nicht, dass wir eine Buff-Karte haben. Deswegen kann es sein, dass er gut sein, dass er kein Hellfire hat wegen dem Move. Daraus lese ich das jetzt. Das heißt, wie gesagt, nur Spekulation. Okay, wenn er so lange überlebt, ist es schon sehr wahrscheinlich, dass er Hellfire nicht hat, was super gut für uns ist, weil er ist schon auf 16 Leben, er ist schon super low Fell kennen. Das ist ziemlich gut. Hoffentlich trifft es den 3-3er. Okay, 2-1er getötet. Okay. Also, wir haben wieder Optionen. Sabotage wäre eine Option, einfach direkt töten. Und dann 6 Damage ins Gesicht, wäre auf 10 Leben. Eine andere Option wäre Erneutron, Dagger up. Wäre jetzt nicht so gut, weil wir können das nicht effektiv wegtraden. Und eine weitere Option wäre Shadow Sun Cleric, aber auch das ist so gut, weil wir haben 4 Attacke, wir brauchen 5 Attacke. Eine Option wäre Backstab, dann traden mit dem 3-2er und dann den anderen buffen und mit 4 Damage ins Gesicht gehen. Ich glaube, die beste Option ist einfach Sabotage. Ja, denke ich schon. Einfach 4 Mana ist Mana effizient, wir nutzen all unsere Mana perfekt aus und nehmen die meisten Damage ins Gesicht. Heben eine Karte wie Backstep auf und gleich noch einen Torn wegzuhauen, falls er ihn spielt. Slashbecher, genau der Torn, den ich erwartet habe. Oh, das war der beste Draw, den wir hatten. Sepp, perfekt in der Situation. Richtig gut, dass wir ihn jetzt bekommen haben. Das war ziemlich Glück. Allerdings hätten wir sonst auch eine gute Kombo Backstab gehabt. Aber Sap einfach perfekt jetzt. Mit 2 Mana können wir den weghauen und dann können wir den Gegner auf 3 Leben setzen. Das ist super, da kann nichts dagegen machen. Und jetzt Slash Builder spielt, haben wir immer noch Lethal, weil wir können dann Backstab, dann können wir mit dem 3-2 reintraden und dann noch mit dem anderen 2 haben wir 4 Damage und 3 Leben mit der Gegner. Perfekt. Die Karte war uns gerade wirklich
das Game von einem 90%igen Win auf einen 100%igen oder 99%igen Win. Ich sage nicht 100, weil 100 ist immer gewagt zu sagen, aber 99%igen Win gebracht. Der Sludge Belcher und das war's. Einfach Backstep, ein Ultra noch vor Style Points und dann ein Child Sunclick, das zweite Child Sunclick und den Vierer ins Gesicht. GG, 3-0, perfekt. So, 3-0, das Game wirklich flott. Jetzt machen wir einen kleinen Cut, damit ich das Video gut zusammenschneiden kann. Also bis gleich und Servus.